Servus! Heute will ich die 37. Schwangerschaftswoche abdrehen. Also ich habe vereinzelt Wehen gehabt, am Abend am meisten. Und sie haben schon ein bisschen Schmerz dabei gehabt, aber nur ganz leicht. Und sonst war aber nicht sehr viel, außer eben der Druck nach unten, der was dadurch immer stärker geworden ist. Aber sonst passt eigentlich alles. Körperlich auch. Atemnot wie gehabt, ist natürlich auch logisch. Das Kind drückt jetzt sehr schön nach oben und alles nach unten und oben und in der Seite raus. Zugenommen habe ich jetzt 1 Kilo der Wochen und zwar habe ich 68 Kilo und mit 62 habe ich angefangen. Ja, das Kind allerdings hat nicht so viel zugenommen, weil heute ist Montag und wir waren jetzt gerade beim Arzt, also im Krankenhaus, uns anmelden. Und dort jetzt geheißen, das Kind hat nur 2,50 Kilo. Das ist recht wenig für die Schwangerschaftswochen und ist auch recht klein. Ich glaube, was hat sie gesagt? 42 cm, also echt recht klein. Bin jetzt verwundert. Also vorher hat sie immer gesagt, das passt alles. Jetzt hat sie das klein für die Wochen. Muss man mal schauen. Vielleicht haben sie sich einfach vermessen. Das hoffe ich. Aber jetzt kann ich noch hoffentlich noch ein bisschen weiter wachsen im Bauch. Ich werde wohl noch ein bisschen drinnen bleiben. Und sonst hoffe ich, dass sie sich ein bisschen vermissen hat. Und daher ist das Kind ein bisschen zu klein ist, muss ich in 10 Tagen wieder zu einer Untersuchung. Und dann einmal schauen, wie groß es da ist. Also nächste Woche Donnerstag muss ich noch einmal zur Untersuchung. Und nächste Woche Dienstag habe ich für die BDA die Aufklärung für die BDA. Genau. Die habe ich das letzte Mal in der Schwangerschaft ja gehabt und jetzt haben wir ein bisschen das zweite Mal. Ich habe letztes Mal in der Schwangerschaft auch BDA genützt. Nur leider sind sie zum Schluss drauf gekommen, dass sie mir das Mittel nicht eingespritzt haben. Also, ich weiß nicht, wie das gegangen ist. Ich habe sie dann gesagt, dass ich die BDA nicht spiele. Und am Ende der Geburt, da wo ich dann gesagt habe, dass sie das nähen, das vernähen, weil ich Christin bin, noch spüre, dass ich jeden einzelnen Stich spüre, haben sie sich ein bisschen gewundert. Und da sind sie dann drauf gekommen, dass sie mir das Mittel oder das nicht richtig gemacht haben, die BDA. Also dass bei mir die BDA leider nichts genützt hat. Deswegen habe ich eigentlich auch BDA gehabt. Also den Stich habe ich gehabt, aber das Mittel anscheinend nicht im Körper. Ich weiß nicht, wie ich das gut beschreiben kann. Vielleicht werde ich darüber mal ein eigenes Video machen. Ja, und deswegen werde ich es dieses Mal wahrscheinlich eh nicht machen. Ich meine, ich werde das jetzt durchlesen, alles unterschreiben, was man, dass ich weiß, dass ich verstehe, was da passiert. Aber dieses Mal werde ich wahrscheinlich kein BDA einlassen machen, weil es ihm das letzte Mal nicht gewirkt hat. Jo, und ich glaube, das war es jetzt auch für die Wochen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis dahin, pfiat euch!